Willkommen zum Profil-Talk. Wir werfen wieder einen Blick in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin. Großes Thema im neuen Profil, die psychische Gewalt in Partnerschaften. Und dazu bei mir im Studio Journalistin Angelika Hager. Hallo. Und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr beide da seid. Angelika, du hast zu diesem alarmierenden Thema recherchiert. Worauf bist du alles gestoßen? Wir sind auf eine Studie von Barbara Rothmüller gestoßen, die wir eigentlich von Beginn an der Pandemie begleiten, die sehr früh Forschungstätigkeiten begonnen hat. Und die ist zu dem Erkenntnis gekommen, dass in der zweiten Welle weniger die häusliche, also die direkte körperliche Gewalt angestiegen ist, sondern die psychische Gewalt. Psychische Gewalt hat viele Facetten. Das sind einerseits Abwertungen, Kränkungen, emotionale Erpressung, sehr häufig auch ein großer Kontrollzwang seitens der Partner und kann im Wesentlichen auch genauso psychosomatische und traumatisierende Konsequenzen haben wie körperliche Gewalt. Dieser dramatische Anstieg an psychischer Gewalt auch in Partnerschaften, ist das nur Corona-bedingt oder ausschließlich? Ja, wir konzentrieren uns jetzt stark darauf. Angelika zuhörend und gerade auch mit politischen Themen beschäftigt, ist mir nur eingefallen, irgendwie würde das auch auf das Bild der Koalition passen, also die Partner, Sebastian Kurz auf der einen Seite und Anschub auf der anderen Seite. Jedes Wort, Angelika, was du gesagt hast, ist dort irgendwie nachvollziehbar. Bei den somatoformen Störungen, die daraus resultieren, sind wir noch nicht angekommen. Aber ja, wir beschäftigen uns natürlich stark damit. Insgesamt muss man ja sagen, was jetzt physische Gewalt betrifft, hat sich natürlich über die letzten 30, 40 Jahre durch alle Gesellschaftsschichten sehr viel getan. Was man bei allerdings nicht sieht, ist natürlich psychische Gewalt. Und da mag sich einiges in die andere Richtung getan haben. In der Geschichte, die ich gerade die Ehre und das Vergnügen hatte, schon vorab zu lesen, geht es auch um physische Gewalt. Also es scheint so, dass Kinder im Zuge der Corona-Krise wieder stärker physischer Gewalt ausgesetzt sind. Auch oft manchmal in Kombination mit Angststörungen der Eltern, vor allem der Mütter. Aber das Spannende dabei ist, und das hängt mit Corona zusammen, aber nicht nur, dass es psychische Gewalt gibt, dass die nicht sichtbar ist. Im Gegensatz zur physischen Gewalt auf der Straße wird in Österreich kein Kind mehr geschlagen. Und wenn Männer und Frauen einander auf der Straße schlagen, ist das auch eher ein Sonderfall. Obwohl natürlich auch viele Forscher von einer hohen Dunkelziffer ausgehen. Ich habe eine Studie zitiert, die in München gemacht wurde, wo 4.800 Frauen befragt wurden. Und da ist schon ein klarer Anstieg, was körperliche Gewalt im häuslichen Bereich betrifft, zu verzeichnen gewesen. Und auch vor allem bei Kindern. Die großen auslösenden Faktoren, dass auch bei Kindern neuerdings vermehrt zugeschlagen wird, sind natürlich finanzielle Sorgen, Jobverlust. Aber der größte Faktor sind Angststörungen und Depressionen, wo eine Rate von Kindern, die körperliche Gewalt erfahren mussten, bei 14% liegt, was extrem hoch ist. Das heißt, wir brauchen dringend niederschwellige Angebote und vermehrte Hotlines oder Online-Hilfsangebote, weil das ist das, was auch viele Frauen, die an der Front arbeiten, sagen, dass Frauen sich nicht trauen zu telefonieren, auch im Zustand der Quarantäne oder in der häuslichen Isolation, wo sie ständig überwacht werden. Das heißt, man muss das Hilfsangebot sehr viel anders aufstellen. Und ich glaube, da ist es wieder spannend, also vorab, als wir über die Geschichte diskutiert haben, solche Geschichten werden bei uns natürlich oft immer vorab in Redaktionssitzungen besprochen, in kleinen Gruppen und so weiter, haben wir auch diskutiert, wie sehr das schichtenspezifische Phänomene sind, also ob das stark im migrantischen Milieu vorkommt oder gleich verteilt ist, ob das in höheren Bildungsschichten anders als in niedrigen Bildungsschichten ist. Und so ein bisschen mein Eindruck ist, die Verbreitung ist gerade bei psychischer Gewalt relativ gleich. Aber der große Unterschied, und das beschreibst du ja in der Geschichte, ist, dass die Möglichkeit, dann da rauszukommen aus diesem Teufelskreis, Hilfe in Anspruch zu nehmen, sei es einerseits die Hilfe von Therapeuten, andererseits aber auch Polizei und so weiter, natürlich in niedrigeren Schichten oder im migrantischen Milieu, diese Möglichkeit viel geringer ist. Also ich fand das zum Beispiel spannend, was du geschrieben hast. Da gibt es Losungsworte, vielleicht kannst du darüber sprechen. Ich meine, das ist eine sehr interessante Aktion, die leider nicht bei uns existiert. Die wurde in Frankreich erstmals eingeführt. Die heißt Maske 19, die Aktion. Und das heißt, es wurden Apotheken
gebeten, quasi wenn eine Frau mit dem Hilfswort oder mit dem Codewort Maske 19 anruft, dass Polizei alarmiert wird, um dieser Frau zu Hilfe zu kommen. Das hat sich in Deutschland noch nicht wirklich durchgesetzt, weil es auch nicht richtig beworben wurde. Also in dieser Studie, die wir betrachtet haben, kannten das gerade mal 5%. Aber das wäre vielleicht auch eine Anregung für das österreichische Frauen- und Familienministerium, sozusagen Dinge, wo Frauen nicht explizit nach vorne treten müssen und sich nicht der Gefahr aussetzen, neu zu überdenken. Weil zu Hause jemand zuhört, während sie am Telefon ist, die Frau. Aber spannend. Generell auch ein Aspekt, den ich rausnehmen möchte, du hast gesprochen mit dem Frauenhaus in Hallein in Salzburg und die zeichnen auch ein düsteres Bild. Ein sehr düsteres Bild. Doris Weißenberger, die Leiterin, hat gesagt, dass der Anstieg von 70-80% zu verzeichnen gewesen ist an Beratungsbedarf. Die haben natürlich noch eine ziemlich schreckliche Situation, weil diese Institution von der Schließung bedroht wird und neu ausgeschrieben werden soll. Und die Leiterin sagt, das ist ein Wahnsinn, in einem solchen Zustand, in einer Extremsituation der Pandemie, ein niederschwelliges, bereits seit Jahrzehnten eingeführtes Haus schließen zu wollen und neu auszuschreiben. Also die ist sehr verzweifelt und hat sich auch gefreut, dass sie sozusagen ihren Hilferuf via Profil äußern konnte. Und also es gibt viel zu wenig Institutionen in Salzburg, gerade zwei. Das ist auch in anderen Bundesländern arg. Und natürlich borden die Häuser momentan über. Es gibt lange Wartelisten. Und was sehr wesentlich ist, dass man sich natürlich auch der Täterarbeit widmen muss. Ja? Weil solange man sich nicht mit den Tätern beschäftigt und die wie Unguided Missiles unbetreut ihrem Schicksal überlässt, kann sich da auch nicht viel ändern. Also es gehören sowohl die Täter als die Opfer und die Kinder integriert. Und die Folgen dieser psychischen Gewalt werden uns viel länger begleiten, wenn wir Glück haben auf der anderen Seite, als jetzt die Pandemie als solches. Also wenn Impfungen funktionieren werden, wenn die Pandemie, wenn der Deckel draufbleiben wird, dann wird diese Pandemie in der Bedrohungsform verschwinden. Was nicht verschwinden wird, ist die psychische Gewalt einerseits, vor allem aber die Folgen dieser psychischen Gewalt, weil sie nicht gesehen werden, weil sie nicht behandelt werden. Und das könnten eines Tages die wirklichen großen Folgen werden. Weil solche Zustände sich natürlich auch chronifizieren. Ja? Also je länger man in solchen Situationen verhält, was ja auch die Bärbel Wardetzky sehr deutlich in ihrem Interview schildert, eine sehr bekannte deutsche Psychotherapeutin, desto schwieriger wird es, sich daraus zu befreien. Und das Eigenartige ist, dass das keine Frage von Einkommen, Bildung ist. Sie sagt, es gibt unglaublich selbstbewusste, emanzipatorisch lebende Frauen, die aber im privaten Bereich total rekrutieren und sich in eine Abhängigkeit begeben, aus der sie sich jahrelang, oft jahrzehntelang nicht befreien können. Und auch die Kindheit. Die Kindheit, die prägt uns, die Kindheit setzt unsere Werte fest und wie wir den Blick auf die Welt haben. Wenn man als Kind schon so viel Gewalt erlebt, im psychischen wie auch im physischen Sinne, was soll sich da daraus entwickeln? Wie ist da die Zukunft vorprogrammiert auch? Da gibt es die große Forschung der Resilienz, wo wir auch eine Covergeschichte vor ein paar Wochen uns gewidmet haben. Aber natürlich bleibt das Hirn, kann das neurologisch, speichert das neurologisch. Und es ist sehr oft, dass Kinder, die mit ansehen mussten, wie ihre Mütter Opfer geworden sind, auch zu Tätern werden. Also gerade Doris Weißenberger hat mir geschildert vom Frauenhaus allein, dass sie erlebt hat, dass ein Sechsjähriger die Mutter mit dem Messer bedroht hat, genauso wie er das bei seinem Vater gesehen hat. Andererseits gibt es auch wieder die umgekehrte Funktion, dass in Frauenhäusern, und auch das ist evidenzbasiert, oft Töchter von Müttern, die Opfer waren, auch wieder landen, weil sie natürlich in diesem Krankheitstheater, wie Thomas Bernhard das so schön nennt, sich sicher gefühlt haben. Sie kannten die Dynamiken in diesen Prozessen und haben sie intuitiv und unbewusst auch aufgesucht. Wie kann man diesen Kreislauf vom Opfer zum Täter durchbrechen? Öffentlichkeit ist mal die Möglichkeit zur Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit, das Ganze in einer Form ansprechen, wo die Täter auch eine Chance haben, nämlich da rauszukommen. Solange es totgeschwiegen wird, geht mal gar nichts. Also im Endeffekt die Arbeit, die wir tun, auch die Arbeit, die wir hier tun, wenn wir hier bei dir stehen dürfen. Ich scheue den Vergleich dieser Pandemie mit Krieg und kriegerischen Zuständen. Ich finde, dass auch alleine der Satz, die schlimmste Krise seit 1945, ein unzulässiger Satz ist, weil das ganz andere Dimensionen sind. Aber wir haben zum Beispiel erlebt, die Traumata
der Menschen, die aus Ex-Jugoslawien nach den Kriegen nach Österreich kamen, die viel später aufgebrochen sind. Wir sollten und müssen, glaube ich, bei dieser Pandemie wirklich aufpassen, zu erkennen, welche psychischen Folgen diese Pandemie hat, weil da sind die Ähnlichkeiten dann zu Traumatisierungen aus kriegsähnlichen Zuständen dann doch vorhanden. In welche Richtung müsste das Schiff fahren oder ausgerichtet werden? Also ich glaube, dass jetzt einmal die Kinder sehr betreuungswürdig sind. Das sind ja große Defizite in der österreichischen Versorgungspolitik, was Kinder- und Jugendpsychiatrie betrifft. Es gibt elendslange Wartelisten. Es hat gerade in den letzten Wochen der Leiter der Psychiatrie vom AKH gesagt, dass sie völlig überbordend, dass Essstörungen überhand nehmen, sehr, sehr konzentriert. Also man muss ein Entlastungsgefälle konstruieren, auch die Eltern zu entlasten, weil die Eltern, die beide berufstätig sind, die in beengten Wohnverhältnissen leben, die keinerlei Rückzugsorte für sich selbst finden können, besonders gefährdet sind, auch ihren Stress wieder auf die Kinder zu transportieren, auch in Form von physischer und psychischer Gewalt. Alles näher dazu lesen Sie natürlich in der aktuellen Ausgabe des Profil. Dankeschön euch beiden. Schauen Sie ins neue Profil rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal.